Leute, willkommen zurück in Altburg, wo ich gerade herumreite, nur um zum Altburg-Schein zu gehen und zu sagen, Junge, hast du noch eine Aufgabe für mir? Nach Pinef Gallen? Nein, will ich nicht tun. Ja, doch, passt schon. Ein Squire auf Rohan, bitte. Dann noch zwei Guardsmen für Infanterie. Wie schon gesagt, die Infanterie, die war das, was uns hier auch in der letzten Folge wahrscheinlich mit dem Sieg ermöglicht hat, weil die halt einfach hinterher geht. Und was die Reiter nicht niedermetzen, das metzen dann normalerweise die Infanterie nieder, weil die sind halt schwer verletzt und die Infanterie hat ein leichtes Spiel. Aber egal, gehen wir mal nach Edoras und schauen nach, was wir denn hier so alles finden. Edoras Sein, hast du eine Aufgabe für mich? Divert of East Emmet Sein in Ost Emmet. Ja, natürlich werde ich das machen, da werde ich sowieso wieder hochgehen. Dann besuche die Smithy. Die Smithy, wie es sich jetzt anhört. Eine Rohan-Hauptberg. Eine Rohan-Hauptberg ramponiert. Gefällt mir auf jeden Fall. Die werde ich mir nehmen. Und Rohan Light Helmet. +6, +6. Doch, das passt erstmal. Nach Medusel der Goldenen Halle gehen wir auch mal. Und schauen wir nach, ob Ergenbrand für uns eine Mission hat. I'm still working on it. Egal was es war, ich bin mir sicher, ich schaffe das. Sonst hätte ich es nicht angenommen wahrscheinlich. Nein, du hast keine Aufgaben für mich. Special Item, hast du noch nichts Neues? Nee. Okay, gut. Verlassen. Dann schauen wir mal. Erstmal gehen wir nach Ostemnet. Da waren wir auch noch nie, ist mir aufgefallen. Ich war langsam heißer, merke ich. Weil ich ununterbrochen rede bei diesem, bei dem Spiel. Weil es einfach so viel zu reden gibt. Ach ja. Besuchen da mal die Smithy und verkaufen. Hier erstmal die Usable Metal Scraps. Wir haben noch 1850. Was haben wir denn da? Rohan Warswords. Das ist nicht gerade das, was ich will. Nomadenbogen gut. Noch mit ein paar Barbarid Arrows dazu würde der eigentlich ja ziemlich gut ist. Doch, das gefällt mir dann. East Emnet sein. Ich habe 8 Einheiten von und ja, von Nachschub für dich. So, Anmerkungen. Was haben wir denn noch für Quests? Bring 2 Gefangene für Ergenbrand. Wenn ich die Stamme soll. Bring Refugees nach Pelagia. Von Ostfold. Ja, da müssen wir noch zu denen gehen und irgendwann mal sagen: Hey Junge, wir haben es geschafft. So, wir werden aber auch immer besser. Deswegen werde ich sagen, halt. Stammesorks. Töten wir sie. Surrender or die. Sehr schön. Wie schon gesagt, ich bin noch auf der Suche nach einem Schwert. Deswegen nimmt es mir nicht zu böse, dass ich nicht mit diesem Schwert kann schlagen in die... in das Böse. Huch, der Tribal Ork stirbt schon nach einem Schuss von mir. Bin ich einfach ein so guter Bogenschütze. Bam. Oh ja, es gefällt mir jetzt schon wieder, berittener Bogenschütze zu sein. Es ist einfach das Badassigste, was man sein kann, irgendwie, laut meiner Meinung nach. Du bewegst dich und musst die Feinde mit Pfeilen spicken. 4 Feinde schon bereits getötet. Ach, kommt. Greift doch an, wenn ihr wollt. Bam, ich habe ihn getötet. Haha. Schön, dass ich so leise war. Ich habe mich gerade konzentriert, weil er holt doch noch ein bisschen langsam aus. Ja. Wir haben trotzdem zu wenig Reiter, laut meiner Meinung nach. Immer noch. Nun gut. Und weiter geht's. Versuchen wir mal, einen weiteren Kaufmannszug von Isengard abzufangen. Heißt, wir warten jetzt hier erstmal ein bisschen. Halt. Hier ist er. Und wir kommen nicht hinterher. Halt. Was haben wir denn hier? Ach, Lothlorien. Drum. Wir sind einfach zu langsam für so einen Kaufmannszug. Das ist schon irgendwie bitter. Na put put put, willst du nicht mal ein paar Soldaten rauslassen? Na put put put, na put put put. Ich möchte einen weiteren Kaufmannszug eliminieren. Eliminieren, ja. Halt! Kommt schon! Wir verhalten uns lieber ruhig. Ich möchte nichts mit
Ich möchte mich nicht mit Ents anlegen. So, gehen wir wieder hier in der Richtung. Vernichte die Stammesorgs. Ja, tut mir leid. Tut mir ja leid, aber irgendwie hat sie sich nicht angeboten, das zu tun. Und machen wir noch für einige Zeit hier erstmal Rast und warten drauf. Halt, jetzt aber. Greift sie an. Es ist zwar nicht so schön, im Wald gegen den zu kämpfen, aber... läuft doch eigentlich ganz... passt doch. Stellt euch auf, Soldaten. Stellt euch auf. Ich möchte, dass die Kavallerie sich hier aufstellt. Die Infanterie geht schon mal zum Angriff. Die Kavallerie geht mir nach. Ich bin echt ein schlechter berittener Bogenschütze. Und jetzt greift an, Kavallerie. Tod den Urukai. Haha, das war der erste Urukai, den ich, aua, getötet habe jetzt in dieser Schlacht. Und noch viele mehr werden dazu kommen. Oh nein, die treffen mich, die treffen mich. Beweg dich, Gaul, beweg dich. Komm schon. Sterbt. 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 Ach komm. Wie lange willst du dich noch gegen mich wehren? Hm? Das war ein larger Urukai, habe ich mir schon gedacht. So. Auf geht's. Ein Urukai verlangt nach meinem Speer. Wow, passt mal auf. Die Kerle sind nicht zu unterschätzen von der Stärke her. Jawohl, der nächste Speerstoß ist tödlich. Doch nicht. Jetzt aber. Jawohl. Jaha, unsere Truppen sind nieder. Wir haben zwar auch Tode, aber auch viele Feinde wieder mal getötet. Zwei Footmen von Rohan sind tot. Ein Guardsman von Rohan. Hauptsächlich unsere Infanterie. Veteran Rider, nein! Alles nur nicht er. Wir haben Promoted Rohir. Rider auf Rohan. Jawohl, das gibt uns auf jeden Fall schon mal gutes Item. Deswegen werden wir gleich nach Edoras uns zurückziehen. Vor allem das Gute ist, wenn wir diese Züge überfallen, kriegen wir einfach kostenlos Essen. Allein schon deswegen lohnt es sich doch, dieses Schandtat zu vollüben. Eisenhaut. Machen wir auch zweimal, dass wir einfach schneller, stärker waren. Sehr gut, fertig. Drop. So. Guardsman auf Rohan, Footman auf Rohan, Veteran Footman. Okay. Scryer. 1, 2. Und noch Skirmisher. Veteran Skirmisher. Jawohl. Zwei Veteran Rider auf Rohan. Unsere Truppen werden zwar besser, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr... Der Krieg hat begonnen! A peaceful village, ein friedvolles Dorf, nicht weit entfernt vom Westemnet. Ah, hallo mein Lieber! Oh, was ist denn los? Oh mein Gott, was ist denn das? Böse Reiter! Nein, nicht ich, nicht ich, nicht ich, nicht ich! Stirb! Oh! Er dachte, er könnte sie mit der Faust töten. Okay. Ich glaube, der Krieg hat begonnen. Und Mountain Warband funktioniert nicht mehr. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe gerade das Spiel gecrashed, indem ich F gedrückt habe. Dann war das wohl für diesen Part. War das jetzt hier erstmal das Ende meiner Aufnahmesession. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.